Hey Leute, hier ist Anne und heute reden wir über Vlogging-Equipment. In der ganzen Zeit, in der ich jetzt YouTube-Videos mache, gab es immer wieder Leute, die mich gefragt haben, was ich denn eigentlich für eine Kamera benutze. Und um das Ganze einfach mal universell zu klären, mache ich heute ein Video darüber, in dem ich euch erzähle, was mein Vlogging-Equipment ist, vor allen Dingen, was mein Vlogging-Equipment für unterwegs ist. Vorneweg sage ich zu meinem Equipment, dass es nicht das allerbeste und das allertollste ist, aber es ist für mich das optimalste Equipment, denn es war nicht sehr teuer, als ich es gekauft habe und es ist klein und handlich und ich kann es immer überall hin mitnehmen. Das waren die zwei Kriterien für mich, die am allerwichtigsten waren, als ich mir die Kamera zum Beispiel gekauft habe. Und fangen wir auch direkt mal mit der Kamera an, denn das ist ja das Hauptstück, um das es geht beim Filmen. Ich habe eine Sony Alpha 5000, die kostet aktuell um die 350 Euro mit diesem Standardobjektiv zusammen. Genauso für einen sehr ähnlichen Preis, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber für ungefähr den gleichen Preis habe ich die vor mittlerweile fast 3 Jahren gekauft. Eigentlich waren es damals um die 100 Euro mehr, die ich erst ausgeben wollte, doch das hat sich super gelohnt, denn diese Kamera kann ich einfach nur jedem empfehlen, der eine Kamera haben will, die ein bisschen bessere Qualität hat, aber nicht zu teuer ist. Die Sony Alpha 5000 ist eine spiegellose Kamera, das heißt in der Preisklasse steht sie zwischen einer Digitalkamera und einer Spiegelreflexkamera. Eine Spiegelreflexkamera im Vergleich zu einer spiegellosen Kamera kann Sachen schneller verarbeiten. Eine Digitalkamera hat wesentlich schlechtere Qualität als diese hier zum Beispiel. Was ich an dieser Kamera sehr mag, ist, dass ich diese Kamera mitnehmen kann und dann bin ich startklar für mein Video. Der Ton ist vollkommen in Ordnung, die Bildaufnahmen sind super gut und gerade mit dem Standardobjektiv kann man eigentlich so gut wie alle Szenen, die man für einen Vlog braucht, gut genug aufnehmen. Was ich super praktisch finde fürs Vloggen, ist dieser umklappbare Spiegel. Das hat man nicht mehr bei den neueren Sony Alpha Modellen. Es gibt jetzt ein ganz neues Modell, die hat das wieder, aber die meisten danach, also zum Beispiel auch die Alpha 6000, hatte diesen umklappbaren Bildschirm nicht mehr. Und fürs Vloggen ist es einfach super toll, weil man kann die Kamera so nehmen, man sieht sich, man sieht, was man ungefähr im Hintergrund hat und das hilft einfach ungemein, wenn man unterwegs ist. Und mir hilft es vor allen Dingen, mich ein bisschen mehr auf das Video zu konzentrieren. Wenn ich halt den Bildschirm nicht habe, ich glaube, dann wäre ich noch mehr abgelenkt, was drumherum sowieso schon passiert. Was ich an der Kamera auch sehr mag fürs Vloggen ist der Akku. Das ist ein Standard-Sony-Akku, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und bei mir reicht dieser Akku, wenn ich einen ganz normalen Vlog filme, wie ihr meine Videos eben kennt, reicht der für einen ganzen Tag. Das heißt, ich muss irgendwie nicht mehrere Akkus haben. Ich habe nur diesen einen Akku und der wird am Ende des Tages aufgeladen und dann bin ich am nächsten Tag wieder startklar. Dann habe ich, wie erwähnt, das Standardobjektiv. Also ich nenne es Standardobjektiv, weil das Standard-Kit ist, so wie man die Kamera kaufen kann. Das ist ein 16-15mm Objektiv. Das ist recht gut unterwegs für Vlogs, weil man eben alle Sachen relativ gut abbilden kann. Also sowohl Nahaufnahmen als auch weitwinklige Aufnahmen funktionieren mit diesem Objektiv für meine Verhältnisse gut genug. Was man bei diesem Objektiv aber beachten sollte, ist, dass es keine durchgängige Blende hat. Das heißt, bei 16mm hat man eine Blende von 3,5. Wenn man aber jetzt reinzoomt, sagen wir mal bis zu 50mm, hat man eine Blende von 5,6. Das heißt, je näher man reinzoomt, desto dunkler wird das Bild oder desto dunkler wird die hellste Einstellung des Bildes. Ich denke, Leute, die sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, wissen, worüber ich rede. Für alle anderen ist das gerade eh viel zu viel, um das genauer zu erklären. Was an dem Objektiv auch ein bisschen, ja, nicht ganz so toll ist, meiner Meinung nach, ist der Objektivdeckel, denn das hier ist kein Originaler. Ich habe den Original Sony Objektivdeckel bestimmt schon 3-mal verloren, 2-mal den Originalen für 10 Euro nachbestellt und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, das macht keinen Sinn. Jetzt habe ich mir einen bestellt, wo hier direkt dieses Band dran war, beziehungsweise wo man ein Loch hatte, um dieses Band festzumachen. Denn das gibt es bei dem originalen Deckel von Sony einfach nicht. Der hier hat mir jetzt mit Band 6 Euro oder sowas gekostet. Ich weiß es nicht genau. Ist auf jeden Fall sehr viel günstiger als originale und sehr viel praktischer, weil den verliere ich nicht mehr. Weil wenn ich ihn abmache, baumelt er hier rum und ist nicht weg. Einer von den Objektivdeckeln von den Originalen liegt übrigens in Okinawa. Aber naja.
Eine weitere Sache, die ich an dem Objektiv auch zu kritisieren habe, ist, dass das schon das dritte Objektiv ist, das ich davon habe. Glücklicherweise wurden mir aber alle beiden Objektive, die mir kaputt gegangen sind, kostenlos von Sony getauscht. Einmal von Sony hier in Deutschland und einmal von Sony in Japan. Und das Objektiv ist jetzt das aus Japan. Und ich muss sagen, dass das scheinbar robuster und stabiler ist als die beiden, die ich in Deutschland hatte. Ist aber nur eine Vermutung. Vielleicht hatte ich auch nur zwei Montagsprodukte. An sich ist das Objektiv aber sehr, sehr gut, um unterwegs zu sein, um spontan zu sein, um viele Möglichkeiten zu haben, ohne irgendwie fünf verschiedene Objektive dabei zu haben. Wer jetzt vielleicht aufmerksam hingeschaut hat, wird gesehen haben, dass hier unten etwas dran ist. Und das ist eigentlich von einem anderen Teil. Und zwar ist das von diesem Gorillapod. Den kann man dann einfach hier so dran klicken und dann erleichtert sich das Vloggen natürlich noch mehr. Ich hatte früher einen anderen. Das ist, glaube ich, das einzige Teil, was ich von meinem Equipment oder meiner Ausrüstung fürs Vloggen irgendwann mal ausgetauscht habe. Ich hatte einen günstigeren, ich weiß nicht genau von welcher Marke, aber auf jeden Fall hatte ich den damals bei Mediamarkt gekauft und der war sehr viel günstiger als dieser hier. Ich glaube, der halbe Preis oder so, wobei der selbst auch nur 12 Euro oder so gekostet hat. Der andere hat irgendwie 6 Euro gekostet, irgendwie sowas, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist der mir irgendwann kaputt gegangen, weil er A, auch ein bisschen zu klein war für meine Kamera und B, einfach nicht so gut verarbeitet war, weil hier oben der Teil war komplett aus Plastik und da ist dann irgendwann ein Stück weggebrochen. Hier ist das Ganze aus so Alu, Metall irgendwas und das bricht halt natürlich nicht weg. Der ist jetzt hier von Yobi, den haben auch sehr, sehr viele, würde ich behaupten. Die Größe ist für meine Kamera sehr gut, es gibt da unterschiedliche Größen. Was an dem praktisch ist, dass die Beine beweglich sind, das heißt, man kann die Kamera auch mal um ein Geländer oder so festmachen oder irgendwo einfach dranhängen und dann einen Timelapse machen oder ja, irgendwo dranhängen, um sich selbst zu filmen. Das ist auf jeden Fall für unterwegs sehr, sehr praktisch und ja, oder man kann ihn halt auch einfach gerade machen und dann so halten, um eben einen weiteren Winkel zu haben, um ein schöneres Bild zu haben, also damit die Kamera einfach nicht so nah an dem Gesicht dran ist, sondern dass man die nochmal ein Stück weiter weg hat und ein bisschen mehr vom Hintergrund drauf hat. Und damit gehe ich sozusagen los und das ist auch eigentlich alles, was ich dabei habe. Ich habe nicht mehr. Es ist wirklich so. Also wenn ich unterwegs bin, dann ist das mein Setup und das war's. Es gibt eine einzige Sache, die ich noch an meinem Setup erweitern würde aktuell, wo ich sage, dass die Sinn macht. Und zwar wäre das ein Puschel für den Wind, also so ein Windpuschel, den man halt hier auf das Mikro draufkleben würde, damit eben, wenn es windig ist, es nicht so doll rauscht. Ihr kennt das bestimmt, das gibt es in meinen Videos ab und zu mal. Ich bin mir dessen bewusst, das Problem ist nur, dass ich mir noch keinen Puschel aussuchen konnte, denn bei dieser Kamera gibt es ein rechtes und ein linkes Mikrofon und es gibt einfach keinen Puschel, der die beiden abdeckt. Also müsste ich mir zwei Puschel kaufen und ich weiß nicht, irgendwie bin ich dazu noch nicht gekommen. Vor allen Dingen ist hier in der Mitte eigentlich auch noch der Blitz. Ich weiß nicht, wie gut ihr das gerade seht. Genau, und die Puschel müssten halt so kleben, dass sie das Mikrofon nicht verdecken, aber trotzdem auch nicht den Blitz verdecken. Also einer der Gründe, warum ich diesen Puschelkauf noch rausgeschoben habe. Ein anderer Grund ist einfach, dass ich faul bin und mich nicht entscheiden kann. Ansonsten ist das aber mein Setup, das ich jetzt seit 2,5, 3 Jahren so benutze, mit dem ich super zufrieden bin und wo ich erst jetzt an den Punkt gekommen bin, wo ich mir sage, vielleicht kann es irgendwann doch mal eine bessere Kamera werden. Jedoch bin ich immer noch zufrieden mit der Kamera. Also ich würde mir nur eine neue Kamera kaufen, weil ich es kann, glaube ich. Es gibt aktuell eine Kamera, wo ich sage, die wäre interessant. Auch wieder eine Sony Alpha, aber prinzipiell bin ich mit diesem Setup sehr zufrieden und kann das so gerade für den Anfang nur weiterempfehlen. Klar, ich weiß, auch 350 Euro sind eine große Investition, aber es ist immer noch eine kleinere Investition als viele andere Kameras. Eine Sache habe ich dann noch meistens dabei und das ist meine Kameratasche. Die ist wirklich nichts Besonderes. Die hat, glaube ich, 10 Euro oder so bei Mediamarkt gekostet. Die ist von Hama. Was ich gut finde ist, also eigentlich ist es eine Tasche für einen Camcorder, aber was ich gut finde ist, sie hat ein großes Fach, wo meine Kamera perfekt reinpasst und sie hat hier vorne ein kleines Fach, wo ich dann eben noch weitere Speicherkarten reinpacken kann. Ansonsten war es das über die Tasche dann auch schon, weil die wirklich simpel ist. Ich habe die dann meistens in meiner normalen Tasche mit drin. Und ich habe sie auch eigentlich nur um die Kamera drumherum.
ja, damit die Kamera noch mal ein bisschen weicher eingepackt ist und dann vielleicht doch nicht gegen die Wasserflasche oder sowas stößt und irgendwas kaputt geht oder so, man weiß ja nie. Deswegen habe ich die einfach noch mal ein bisschen weicher eingepackt und nehme die dann in meiner Handtasche sozusagen einfach mit. Was ich wirklich gut finde an der Kamera ist, dass man sie wirklich in jede Tasche reinbekommt, mitnehmen kann und es nie irgendwie zusätzlicher Ballast oder zusätzliches großes Gepäck ist, was man mit sich rumschleppen muss. Ich verlinke euch die Produkte, die ich jetzt erwähnt habe, auch mal unten in der Videobeschreibung mit Amazon-Links, damit ihr einfach schauen könnt, ob das was für euch ist, da nochmal ein paar Reviews lesen könnt und die Preise euch nochmal genau angucken könnt, denn die habe ich jetzt auch nicht alle 100% im Kopf. Sehr gut vorbereitet. Zum Schluss jetzt noch ein paar Fragen, die ihr mir zu dem Thema gestellt habt, denn ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen zu dem ganzen Thema Equipment habt. Und neben der Frage, welche Kamera und welches Objektiv ich benutze, gab es tatsächlich noch ein paar andere Fragen. Und zwar wäre die erste Frage, welches ist deine bevorzugte Brennweite und welches deine dir kleinstmögliche Brennweite? Meine bevorzugte Brennweite ist, glaube ich, 24 mm. Ich habe das den Tag mal ein bisschen ausprobiert und das sieht für mich irgendwie am schönsten aus. Meine kleinstmögliche Brennweite habe ich eigentlich schon beantwortet und zwar ist das 16 mm. Dann hat jemand gefragt, ob ich einen Gimbal benutze und das habe ich offensichtlich indirekt auch schon beantwortet, denn nein, ich benutze keinen Gimbal, dann wären meine Aufnahmen auch viel smoother. Und eine noch recht interessante Frage ist wahrscheinlich, wie schwer findest du es, sich in die Materie Kamera einzufinden? Hätte das schon ein bisschen, ich weiß nicht, ob die Frage noch weitergeht und mir es nicht angezeigt wird. Auf jeden Fall, ich fand es am Anfang echt schwierig. Ich habe mich relativ lange am Anfang damit auseinandergesetzt, aber nicht bevor ich angefangen habe, Videos zu machen. Also am Anfang habe ich Videos gemacht und erstmal geguckt, wie es denn so wird. Ich habe viel im Automatikmodus gefilmt, das mache ich mittlerweile nicht mehr, wie schon erwähnt. Ich muss auch sagen, dass ich sehr viel mir Hilfe geholt habe bei anderen Leuten, um eben mehr darüber zu lernen, weil ich das wirklich nicht so einfach fand. Also da einfach offen sein, mit Leuten reden, die ihr kennt, die sich da ein bisschen auskennen und dann wird das schon. Und ich wurde noch gefragt, ob ich ein externes Mikro benutze und wie gesagt, nein, ich habe kein externes Mikro. Ich finde, der Ton bzw. der Sound der Alpha 5000 ist gut genug für meine Vlogs auf jeden Fall. Und damit sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und es hat euch irgendwie einen kleinen Einblick in mein Equipment oder mein Setup gegeben. Und irgendwie hoffe ich auch, dass es euch geholfen hat. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt die mir gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf, die zu beantworten. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.